Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Grosse-Prömer hat darauf hingewiesen, wir sind in der Kontinuität des letzten Deutschen Bundestages und der letzten Legislatur. Auch da haben wir als SPD-Fraktion über die Entscheidung oder darüber entschieden, wie die Abgeordneten Entschädigung, Volksmund Diäten genannt, aussehen sollen, welche Höhe sie haben. Wir sind nach dem Grundgesetz Artikel 48 dazu verpflichtet, das selbst zu entscheiden, und wir haben Anspruch auf eine angemessene, ihre Unabhängigkeit sichernde Entschädigung. In der letzten Legislatur hat dazu eine Expertenkommission getagt. Wir haben klare Hinweise bekommen, dass sich in Richtung eines Gehaltes eines Bundesrichters R6 eine Beamtenbesoldung orientieren sollte, die nicht erreicht, und dass es dann jährlich eine automatische Anpassung gibt, so wie die Löhne, der Nominallohnindex in Deutschland steigt, der vom Statistischen Bundesamt festgelegt wird. Ich halte das für eine, oder wir halten das für eine offene, transparente und Michael Grosse-Prömer sagte leistungsorientierte, das mögen andere beurteilen, aber zumindest faire Beurteilung, Festlegung auch dessen, wie hoch die Abgeordnetenentschädigung ist. Ich glaube, wir können es dabei niemandem recht machen. Weil wenn wir jedes Mal selber darüber abstimmen würden, würden wir den Vorwurf bekommen, es wäre eine Selbstbedienung. Machen wir es regelbasiert, so wie wir es tun, heißt es, es ist ein Diätenautomatismus. Darüber wird es, glaube ich, schweren Konsens mit der gesamten Bevölkerung geben. Aber ich glaube, wir können selbstbewusst als Abgeordnete sagen, wir leisten hier eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Jetzt sind es fast 700 Abgeordnete für das deutsche Volk. Und diese verantwortungsvolle Tätigkeit muss eben auch Unabhängigkeit sichernd sein, und sie muss angemessen sein. Ich glaube, dass wir mit dem Vorschlag, den wir hier unterbreiten, diesen auch zu verlängern, auf dem richtigen Weg sind. Ich bitte Sie dabei um Unterstützung, denn wir haben auch vor der Wahl, um das auch klar zu sagen, nie etwas anderes behauptet, sondern wir stehen hier in der Kontinuität dessen, was wir in der letzten Legislaturperiode für richtig empfunden haben, was wir beschlossen haben und was wir heute auch empfehlen wollen, dass, wenn die Löhne in Deutschland in den nächsten Jahren steigen, und ich hoffe sehr, dass Sie es tun, denn wir brauchen eine stärkere Binnennachfrage in Deutschland, einen höheren Anteil der Beschäftigten, auch an der nicht nur an der Lohnentwicklung, sondern dann an den hier erwirtschafteten Gewinn. Und von daher orientiert sich die Abgeordnetenentschädigung genau in dem Mittelmaß dessen, was auch die Arbeitnehmerbevölkerung bekommt. Und aus diesem Grunde können wir guten Gewissens auch zustimmen, und ich empfehle Ihnen das auch. Vielen Dank. Vielen Dank, Carsten Schneider. Das Wort zu seiner ersten Rede im Bundestag hat